Wir sind eine weltweite Kinder- und Jugendinitiative und wir pflanzen Bäume, um die Klimakrise zu stoppen. Plant for the Planet hat vor ungefähr 10 Jahren angefangen, als ich mal in meiner Klasse ein Referat über die Klimakrise halten sollte. Und als ich dieses Referat vorbereitet habe, habe ich von Wangari Maathai erfahren, der Friedensnobelpreisträgerin aus Kenia, die dort in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat. Und ich habe natürlich auch den Al Gore-Film gesehen. Und da entstand dann die Idee, dass wir Kinder und Jugendliche auch aktiv werden könnten, indem wir Bäume pflanzen. Und da Wangari Maathai 30 Millionen Bäume geschafft hat, haben wir gedacht, dann könnten wir doch als weltweite Bewegung in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen. Und kurz danach, 2 Monate nach diesem Referat, haben wir dann an unserer Schule den ersten Baum gepflanzt und haben gleich andere Schulen eingeladen, mit uns mitzupflanzen. Und kurz danach ist dann ein Wettbewerb entstanden zwischen verschiedenen Schulen in unserer Gegend in Bayern, wer am meisten Bäume pflanzt. Und wir hatten da eine ganz einfache Website damals, die einfach nur diesen Wettbewerb dargestellt hat. Und immer mehr und mehr Schulen haben mitgemacht, zuerst in ganz Deutschland und langsam haben dann auch Schulen aus anderen Ländern mitgemacht. Und so ist Plant for the Planet im ersten Jahr ganz schnell gewachsen. Und wir hatten eine riesen Medienaufmerksamkeit, nachdem wir im ersten Jahr ungefähr 50.000 Bäume gepflanzt hatten. Und kurz danach haben wir uns dann überlegt, wie können wir Plant for the Planet noch besser verbreiten und wie können wir Kinder und Jugendliche erreichen, die überall auf der Welt unsere Botschaft verbreiten. Und haben deswegen mit unserem Plant for the Planet Akademien angefangen. Das sind Eintages-Workshops, bei denen immer bis zu 80, 10- bis 14-jährige Kinder und Kinder teilnehmen und während des Tages lernen, was die Klimakrise ist, was die Gerechtigkeitskrise ist, natürlich Bäume pflanzen. Und am Ende des Tages sind sie Botschafter für Klimagerechtigkeit und gehen dann nach zurück in ihre Klassen und ihre Schulen und halten dort Vorträge und halten oft auch Vorträge vor Erwachsenen und verbreiten dadurch unsere Botschaft in die Welt hinaus. Mittlerweile haben wir schon 55.000 solche Botschafter in über 50 Ländern, die unsere Botschaft verbreiten. Und unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren 1 Million Botschafter zu motivieren, bei Plant for the Planet mitzumachen. Wir waren eigentlich relativ erfolgreich und immer mehr und mehr Schulen überall auf der Welt haben mitgemacht. Es haben uns Unternehmen unterstützt und viele andere Organisationen. Und wir haben bald die 1 Million Bäume in verschiedenen Ländern erreicht. Und dann haben wir uns gefragt, wie kann das Ganze weitergehen? Was können denn Bäume insgesamt auf der Welt beitragen? Wie viele Bäume gibt es überhaupt auf der Welt? Wie viele Bäume können wir pflanzen und was würde das erreichen? Und dann haben wir immer mehr und mehr Forscher gefragt und sind dann zum Schluss gekommen, dass diese Themen kaum erforscht wurden und dass zum Beispiel keiner wusste, wie viele Bäume es auf der Welt gibt. Dann haben wir aber ein paar Wissenschaftler an der Yale University kennengelernt, die sich diese Aufgabe angenommen haben und dann für 3 Jahre lang für uns geforscht haben. Und sie sind dann zum Schluss gekommen, erstens, dass es weltweit 3.000 Milliarden Bäume gibt und dass wir auch Platz haben, weitere 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Und diese Studie ist mittlerweile eine der meistzitierten Studien im letzten Jahrzehnt, sogar vor der Studie der NASA, die Wasser auf dem Mars gefunden hat. Wir wissen also jetzt, dass wir 3.000 Milliarden Bäume auf der Welt haben, also ungefähr 450 für jeden Menschen auf der Welt und Platz für weitere 1.000 Milliarden, also ungefähr 150 Bäume für jeden Menschen auf der Welt. Und wenn wir es schaffen, diese Bäume zu pflanzen, dann würden die im Jahr rund 1/4 des weltweit menschgemachten CO2-Ausstoßes aufnehmen. Das würde natürlich die Klimakrise nicht lösen, aber es ist wie ein Zeitjoker. Denn diese Bäume geben uns ein bisschen mehr Zeit, um weltweit mit unserem CO2-Ausstoß nach unten zu gehen und damit auch diese wichtige 2-Grad-Grenze noch zu halten. Und dazu kommt, dass diese Bäume natürlich auch Millionen von Arbeitsplätzen in den Ländern des Südens schaffen würden, wie in Afrika, in Lateinamerika und besonders in Südostasien. Genau diese Regionen, in denen wir diese Arbeitsplätze am meisten brauchen. Dazu wachsen natürlich auch unglaublich wertvolle Rohstoffe heran. Und es ist ganz wichtig, dass wir in Zukunft auch Holz viel stärker nutzen. Denn 7% des heutigen Treibhausgasausstoßes, des CO2-Ausstoßes, kommt allein durch die Betonproduktion.
Wenn wir also statt aus Beton Gebäude aus Holz bauen, dann sparen wir uns erstmal dieses CO2 und außerdem speichern wir dann noch zusätzliches CO2 in diesen Häusern, indem dieses Holz weiterhin das C speichert, das ihre Bäume aufgenommen hat. Wir haben also diese große Vision, weltweit 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen, und diese wollen wir in die Welt hinaustragen und die Welt überzeugen, dass sie uns da unterstützt und dass wir das umsetzen, dass wir das größte Aufforstungsprogramm in der Menschheitsgeschichte schaffen. Und um das zu machen, haben wir ja eigentlich 5 Hauptansätze. Der erste Ansatz ist, wir bauen dieses weltweite Netzwerk aus 1 Million Kinder und Jugendliche auf. Die diese Idee verbreiten und diese Botschaft verbreiten. Zweitens bauen wir eine Organisation auf, die heißt Förster ohne Grenzen. Denn es gibt unglaublich viele Aufforstungsprojekte auf der Welt und viele Leute, die solche Aufforstungsprojekte starten wollen, aber oft fehlt die Expertise. Die gibt es aber in anderen Teilen der Welt, wo wir sehr gut ausgebildete Förster haben. Und genau diese Förster und diese Projekte wollen wir zusammenbringen. Und drittens wollen wir mit einem Beispielprojekt zeigen, wie man effektiv im großen Stil und finanziell relativ günstig Bäume pflanzen kann, um zu zeigen, dass diese 1000 Milliarden Bäume möglich sind. Und das machen wir durch unser Aufforstungsprojekt in Campeche in Mexiko. Dort haben wir 78 Mitarbeiter, die das ganze Jahr lang diese Bäume pflanzen und Bäume pflegen. Und diese 78 Mitarbeiter pflanzen im Durchschnitt alle 15 Sekunden einen Baum. Und wir schaffen damit eine Überlebensrate von 94%. Und das Ganze kostet uns nur 1 Euro, um einen Baum zu pflanzen und ihn danach auch zu pflegen. Also damit zeigen wir, wie man effizient und erfolgreich Bäume pflanzen kann. Der nächste Punkt, der vierte Punkt, ist, dass wir ein Wissenschaftlerteam für die nächsten 15 Jahre engagieren, die weiterhin forschen und uns beweisen die forschen, wo wir überall auf der Welt Bäume pflanzen können, aber dann auch den Impact dieser Bäume erforschen, wie genau die unser weltweites Klimasystem beeinflussen würden und auch unsere Weltwirtschaft, wenn wir so viele Arbeitsplätze schaffen und so viele Ressourcen heranwachsen lassen. Und durch diese Punkte, durch diese Strategie wollen wir dieses weltweite Ziel der 1000 Milliarden Bäume erreichen. Einen ganz großen Schub für unsere Idee brachte die Chance, dass wir 2011 vor den Vereinten Nationen reden durften. Damals war ich noch 13 und das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, denn das kam daher, dass wir gerade bei einer Konferenz in Japan waren und auf dem Rückweg saß eine Frau neben mir, die mich dann nach der Hälfte der Reise angesprochen hat, ob ich der Felix bin. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie die Chefin des UNFF, also United Nations Forest Fund, ist. Und sie hat uns dann eingeladen, vor den Vereinten Nationen zu sprechen und zusammen mit Wangari Maathai das Internationale Jahr der Wälder, also 2011, zu eröffnen. Und mit dieser Chance haben wir dann die Welt aufgerufen, zusammen dieses größte Aufforstungsprogramm der Menschheitsgeschichte zu starten, also diese 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Und natürlich hatten wir da unglaublich viel Aufmerksamkeit und wir haben tausende Kinder und Jugendliche überall auf der Welt gefunden, die uns danach unterstützt haben. Nous allons maintenant écouter Félix Finkbeiner, qui nous vient d'Allemagne. En 2007, âgé de 9 ans et inspiré de Wangari Maathai, Félix a terminé un exposé devant sa classe de 4e année d'école par ces mots. Je le cite, « Et si on plantait 1 million d'arbres dans chacun des pays de la Terre ?» Fin de la citation. Aujourd'hui, plus de 100 000 enfants de 91 pays ont planté des millions d'arbres et lancé l'initiative d'enfants « Plantons pour la planète ». Félix est accompagné par Minami, une Japonaise, Nathaniel, un Britannique, Alessa, une Hollandaise et Alexander, un Américain. Alors, Félix, la parole est à vous.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, fellow children and youth, we children want to talk about forests, monkeys and mosquitoes. Thank you for giving us children the chance to speak here, and thank you for making this year the International Year of Forest. Because for us children, forests are not only the livelihood of billions, but for us children, forests are our future. If we children think about future, then we think about two main crises. The poverty crisis, with 30,000 children dying of starvation every single day. 30,000 children are dying in an incredible rich world. And the climate crisis, with one part of the world, the rich part, a small minority, exhausting the most, and the ones that already suffer will suffer even more in future. We children understand that the adults know everything about these crises. But we children don't understand why there's so little action. We know that adults know exactly what challenges we have, and they know the solutions to these challenges. But we don't understand why there's so little action. During many discussions, physical and virtual, we children often discussed why there's so little action. And we ended with three possible reasons for this. The first reason might be the perception of future. For most adults, future seems to mean 20, 30, or even 40 years. But for us children, 2100 is still in our lifetime. And for most adults, or for adults, it's an academic question. If the sea level will rise by 1, 2, or 3 centimeters, or 7 meters until the end of this century. But for many of us children, it's a question of survival. Another reason why there's so little action on the sides of the adults might be that many adults seem to hide behind the climate skeptics, the ones that say there is no climate crisis. We children also often discuss about that topic. But for all these people, we have an answer. If we follow the scientists that tell us there is a crisis, and if we act, and in 20 years we find out they were wrong, then we didn't do any mistake. But if we follow the skeptics and don't do anything, and in 20 years we find out that they were wrong, it will be too late to save our future. My friend once told me a third possible reason, a third way to explain the behavior of the adults. If you let a monkey choose if he wants one banana now or 6 bananas later, the monkey always chooses the one banana now. From this analysis, we children understood we cannot trust that the adults alone will save our future. We have to take our future in our own hands. To do that, we children often made consultations, we often discussed what we have to do. And in our most recent consultation, we asked ourselves, what would we do if we were the heads of government? And we ended with a very simple 3-point plan. The first point is carbon to the museum, which means that we have to go down to zero emissions until 2050. And the great thing about this is that all the technology we need for zero emissions already exists. Our second point is that we need to bring poverty to the museum through climate justice. We have to accept that if we don't want to go over the another 2 degrees limit, then we have a limited budget of CO2 we can exhaust, that we have to accept. This budget of CO2 we can still emit is 600 billion tons. So 600 billion tons divided
through the next 40 years. And the world's population, which will soon be 10 billion people, is 1.5 tons per person per year. And who wants more pays more to the ones that exhaust less. And the third point we children found is trees, trees and forests. We have to protect the forests, the already existing forests. We have to keep the rainforest from disappearing. And in addition, we have to plant trees. It is now more than 4 years ago that we children started the Plant for the Planet Children Initiative, planting 1 million trees in each country of the world. It is also more than 4 years ago that Wangari Maathai started the Billion Tree Campaign. It is now time that we work together. We combine our forces, old and young, rich and poor, and together we can plant 1 trillion trees. We can start 1 trillion tree campaign. We children think that we can manage to plant 1 trillion trees in 10 years. The Americans made it to the moon in 10 years. The Chinese planted 2.7 billion trees in 2009. And to be honest, 1 trillion trees is only 150 trees per person. So we can manage. To conclude, we children have a campaign, Stop Talking, Start Planting. With this campaign, it's a very powerful campaign to spread the message to all people of the world. This is our campaign. We can use this campaign together. And to end, I want to give a message to all children of the world. We children are the majority on this world. We can make a difference. And never forget, one mosquito cannot do anything against a rhino, but 1,000 mosquitoes can make a rhino change its direction. Felix and your comrades, I'm sure all the adults in this hall will take up your message, because we want all to be among yours in the future as well. Thank you. Es freut mich natürlich sehr, dass wir es geschafft haben, dass aus dieser kleinen Idee mittlerweile so ein großes Projekt geworden ist und dass wir mittlerweile 55.000 Botschafter haben, die überall auf der Welt aktiv sind. Aber ich hoffe, dass es natürlich in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr werden, die uns international unterstützen. Und jeder kann mithelfen. Kinder zwischen 10 und 14 können bei unseren Akademien teilnehmen und dadurch Botschafter werden. Auf unserer Webseite findet man all die Akademien, die in der nächsten Zeit stattfinden. Und wenn bei euch in der Nähe keine Akademie stattfindet, dann schreibt uns doch einfach und dann organisieren wir zusammen eine.